Sehr gut. Schön. Lobe den Herrn, meine Seele. Dann beten wir noch zu Beginn und dann starten wir. Ja? Wer kann, wollen wir aufstehen heute Morgen, ja? Weil Sonntag ist und dem Herrn zur Ehre, ja? Schön. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Tag heute. Wir danken dir für deine Gnade, die jeden Morgen neu ist. Wir danken dir für die Gemeinschaft, für das gute Versorgtsein hier im Haus, dafür, dass wir uns kennenlernen dürfen, untereinander auch Gemeinschaft haben können und jetzt auch Gemeinschaft haben dürfen mit dir durch dein Wort. Wir bitten dich, dass du in unserer Mitte bist, so wie du auch zugesagt hast, dass da, wo zwei oder drei versammelt sind, dass du mitten unter ihnen sein willst, so sei du auch mitten unter uns. Gib Gnade zum Reden, zum Hören und zum Glauben. Gepriesen sei dein Name. Amen. Amen. Dann nehmt bitte wieder Platz. Heute Morgen machen wir keinen so normalen Standard Sonntagsgottesdienst, ja? Wir sind ja so ein bisschen Bibelstudierfreizeit und da bitte ich einfach um Verständnis und Entgegenkommen, dass wir einfach so ein bisschen weiter studieren auch, ja? Wir machen heute Morgen und heute Abend beschäftigen uns mit diesem Jesaja-Zyklus, der von Kapitel 52 geht bis ins Kapitel 60 und eigentlich das ganze Neue Testament enthält. Also wenn man das Alte Testament mit Gottes Geist liest, dann wird es zum Neuen Testament. Ja? So muss man es eigentlich sehen. Und alles, was im Neuen Testament vorhanden ist, ist auch im Alten Testament schon drin. Eigentlich, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, eigentlich bräuchten wir kein Neues Testament. Ja? Natürlich enthält das Neue Testament auch noch Offenbarungen, die über das Alte Testament hinausgehen, aber so grundsätzlich und keimhaft und als Beweis dafür, dass es Gottes Wort ist, so sagt Gott das ja auch in Jesaja, hat Gott das alles vorher schon festgelegt. Ja? Und hier in den Kapiteln jetzt, da geht es um die Ankündigung des Königreichs, dann kommt Christus, dann kommt die Gemeinde, dann kommt der Abfall und dann wird das Königreich stattfinden. Das ist so der Zyklus in Jesaja, in diesem Teil. Ich finde das für mich wertvoll, weil ich dann in Jesaja, der hat ja 66 Kapitel und der ist so weitläufig. Und wenn man sieht, dass da bestimmte Abschnitte drin sind, bestimmte Zyklen, die in sich auch abgeschlossen sind, dann bekommt man so ein bisschen Griffigkeit da rein. Man kann dann verstehen, wo befinde ich mich denn gerade? Und dann, wenn man Neues Testament liest, sieht man, warum zitiert denn Paulus in Galater 4 hier Jesaja 54? Warum zitiert er denn Jesaja 59 im Römerbrief in Kapitel 11? Dann bekommt das Bezüge und dann sieht man, dass das miteinander zusammenhängt. Und wenn man den Inhalt versteht, dann kann man die Verse auch besser auswendig lernen. Und Bibelverse auswendig zu lernen, ist sowieso eine ganz gute Sache, weil wir das ja vielleicht mal noch bräuchten irgendwann. Ja? Wer weiß, wie lange noch Bibeln in Gefängnissen ausliegen. Ja? Das muss man dann sehen. Ja? So, genug der Vorrede. Wir starten einfach mal. Ja? Ja, wir haben heute Morgen am Frühstückstisch eigentlich gesagt, der Paulus hat bestimmt gedacht, ich bin doch eigentlich ein Völkerapostel, jetzt sitze ich hier im Gefängnis, was ist denn da, ist ja was schiefgelaufen, ja? Gott müsste mich doch eigentlich befreien und uns ist das alles zum Segen geworden, weil er hat da seine Briefe geschrieben, ja? Und dadurch haben wir ja große Teile des Neuen Testaments, er legt ja das Alte aus und erklärt das ja, ja? Und manchmal führt Gott auch so Wege, wo man denkt, ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Aber der Paulus sagt, ich bin jetzt auch in Rom eingesperrt worden, aber ich kann euch sagen, vom Haus vom Kaiser sind alle Christen geworden. Ja? Also Gott führt das so, wie er will. Gottes Wort ist nicht gebunden, sagt Paulus. Ja? Ich bin zwar gebunden, aber Gottes Wort nicht. Ja? Schön, also man kann da auch ganz zuversichtlich sein, wie Gott Gottes Wege geführt oder wie Gott seine Wege führt mit uns. Ja? Also ich habe das mal so versucht, mal aufzulisten in ganz kurzen Schlagworten. Und dann fliegen wir mal über den Text drüber. Ich habe euch so ein paar Schlüsselverse auch mitgebracht. Und dann gehen wir auch und lesen die Kapitel mal so durch und finden ganz, ganz viele neutestamentische Stellen. Und wir kommen wahrscheinlich heute so bis Jesaja 55 irgendwo so in der Richtung. Ja? Ich habe den Vortrag auch noch nicht gehalten, müssen sehen, wie weit wir da kommen. Ja? Also es beginnt mit dem Königreich, das wird angekündigt, schauen wir uns gleich an auch. Jesaja 53, Christus, ja, der leidende Christus. Jesaja 54, die Gemeinde zunächst einmal nur aus den Juden, das himmlische Jerusalem. Ja, ja. Kurze Frage, die BT.Achim-Klein-Geschichte, die ist schon wieder weggenommen. Ah, das machen wir heute Nachmittag. Okay, ja. Ich wollte nur das gerade ziehen. Ja, ja, nee, nee. Also, ja, ja, genau, ja, habe ich schon gedacht. Nee, ich habe es nicht gelöscht, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Aber es müsste, also normal müsste es noch, aber ich gucke jetzt nicht nach, ich mache jetzt hier weiter. Ja, ja.
Okay. Ja? Also wo waren wir jetzt? Königreich, Christus, Gemeinde aus den Juden oder das himmlische Jerusalem-Gebiet. Ja? Das Jerusalem sind ja zwei Jerusalems, ein irdisches und ein himmlisches. Und jetzt gebiert das himmlische Jerusalem. Ich habe das hier genannt, die Gemeinde aus den Juden, weil in Jesaja 55 kommt dann die Gemeinde aus den Heiden. Kommt her zu mir alle. Ja? Nicht nur die Juden, nicht nur das Volk Gottes des alten Bundes, sondern sogar die Heiden, die Unbeschnittenen, können auch kommen und werden eins mit den Juden in Christus in einem neuen Bund. Ja? Das ist das, worüber Jesaja hier schreibt. Tief im Alten Testament, 2800 Jahre alt. Ja? Dann Jesaja 56, ihr Christen, bleibt mir treu, geht nicht weg von mir. Ja? Da liegt Segen drauf in der Gemeinschaft mit mir, bleibt bei mir. Dann kommt der Abfall, Jesaja 57. Dann wird das Gericht angedroht. Dann kommt das Gericht, übrigens auch über die Inseln. Das ist Jafet, über Europa, wenn man so will. Und dann bricht das Königreich an, weil dann Jesus kommt. Und jetzt verstehen wir auch, warum Paulus in Römer 11 gesagt hat, denn zu Zion wird kommen ein Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dann zitiert er aus Jesaja 59, das ist am Ende der Gemeindezeit. Das ist, die Gemeindezeit ist alles, was blau ist und so dann irgendwann dunkelgrau, schwarz wird. Das ist alles Gemeindezeit. Und Paulus zitiert in Römer 11 und sagt, da kommt ein Erlöser nach Zion. Wann denn? Wenn der Heiland auf den Ölberg kommt. Und es ist natürlich am Ende der Gemeindezeit, weil er dann ja sein Königreich aufrichtet. Und deswegen zitiert er Jesaja 59. Und dann versteht man plötzlich, was Paulus da tut. Und wenn man weiß, warum der das tut, dann kann man sich diese Verse besser merken. Ja? Und die hat besseren Überblick über die Bibelstellen. Jetzt schauen wir uns mal Schlüsselverse an von den einzelnen Kapiteln. Da kann man sich in seiner Bibel, wenn man will, den Schlüsselvers unterstreichen. Und dann hat man so die Thematik in so einem ganz kurzen, in einem Vers, ja. Vielleicht zwei, je nachdem, was man da so braucht. Also Königreich, wir lesen das auch gleich noch, das Kapitel 52. Das ist nur mal so zum Überblick. Da steht, mache dich auf Zion. Nicht Israel, Zion, Jerusalem. Das ist ja immer, was wir sagen, ja. Mache dich auf Zion. Darum soll mein Volk meinen Namen kennen zu derselben Zeit. Wann? Na, wenn das Königreich anbrechen wird. Ja, das ist die Vorausschau aufs Königreich und das ist der Weg, wie beschrieben wird, bis es bis zum Königreich kommt. Und das ist schon mal eine Vorausschau, was kommen wird. Dann wird Israel Gottes Volk sein. Dann wird Israel seinen Namen kennen. Dann wird Israel umgekehrt sein. Das fängt bei Zion an, in der Endzeit, wenn zu Zion ein Erlöser kommt. Ja? Und das war das, wo wir die Tage drüber gesprochen haben. Jetzt noch nicht. Jetzt sind wir Gottes Volk. Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wird Israel wieder Gottes Volk sein. Dann werden sie meinen Namen kennen, ja, zu derselben Zeit. Dann wird Israel wieder Volk Gottes sein auf Erden, ja. Dann in Jesaja 53, das ist das große Kapitel, das kennt eigentlich jeder von uns, weil das Kapitel des leidenden Gottesknechtes ist, ja. Da gibt es mehrere Lieder in Jesaja von dem leidenden Gottesknecht. Und das ist das Kapitel über Jesus Christus. Wer glaubt unserem Predigen? Wer glaubt, dass Jesus der Messias war? Wer glaubt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat? Wem ist der Arm des Herrn geoffenbart? Ja, wem wird der Arm des Herrn geoffenbart? Er trug unsere Missetat. Wir aber hielten ihn für den. Ach so, für wen hielten wir ihn? Als den, der von Gott geschlagen und gemartert war, weil er selber schuld war. Was für ein Missverständnis. Was für ein totales Missverständnis, ja? Wie egoman muss man sein, um das nicht zu sehen? Wir haben gedacht, er wäre, aber eigentlich hat er ja, er hat unsere Missetat getragen und wir dachten, er wäre gestraft um seiner Missetat. Das ist Blindheit, oder? Das ist Blindheit, ja. Und das ist das Kapitel 53. Wer glaubt unserem Predigen? Wem wird der Arm des Herrn offenbart? Er trug unsere Missetat. Christus kommt, stirbt für unsere Sünden, wird wieder auferstehen, lebt, gießt seinen Geist aus auf die Gemeinde und schenkt Wiedergeburt. Und dann kommt die Gemeinde Jesu in Kapitel 54. Ich will mal schnell meinen Beamer holen. Die Stelle kennt ihr schon, ja? Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Ja, das ist Galater 4. Wer war unfruchtbar? Das himmlische Jerusalem. Die du nicht gebierst, die du keine Geburtswehen leidest. Warum? Weil das himmlische Jerusalem nicht belagert werden kann. Das zitiert Paulus in Galater 4. Schauen wir gleich mal. Ja? Das heißt, hier ist Wiedergeburt zum ersten Mal. Das himmlische Jerusalem gebiert Menschen, die von Neuem geboren werden,
ein totales Novum in der Heilsgeschichte Gottes. Gab es im Alten Testament nicht, wird hier angekündigt, kommt aber erst zu Pfingsten, als Jesus seinen Geist ausgießt auf Zion, auf Jerusalem, ja? Nicht auf ganz Israel. Also Zion ist immer der Zeiger an der Weltenuhr eigentlich, ja. Und dann geht die Gemeinde überall hin. Die Gemeinde bleibt ja nicht in Jerusalem, die bleibt nicht in Samaria, die bleibt nicht im Nahen Osten. Paulus bringt das Evangelium nach Europa. Paulus bringt das Evangelium von den Semiten zu Jaffet. Und er ist ja durch die Türkei gezogen, ja, und dann hat der Geist ihn gewährt, durch Bithynien zu ziehen, dann hat der Geist ihn gewährt, durch Galatien zu ziehen, dann hat der Geist sie immer weiter nach Osten, bis nach Troas geführt. Und dann hat Paulus einen Traum, ja, dass ein griechischer Mann sagt, komm herüber und hilf uns. Wie herüber, wo hinüber? Auf einen anderen Kontinent. Von Sem weg zu Jaffet, Europa. Und dort hat das Evangelium große Frucht gebracht. Und das ist angekündigt in 1. Mose 10 irgendwo, ja, also bei Noah schon, früher sogar schon. Den Segen, den Noah seinen Söhnen gibt, da sagt er zu dem Jaffet, Gott breite Jaffet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Sem wird rausgeworfen aus dem Zelt und Jaffet wohnt im Zelt. Das heißt also, das Evangelium geht von Sem nach Jaffet, nach Europa. Das heißt also, die Route, die Paulus in der Apostelgeschichte geführt wird, immer weiter nach Westen, bis er irgendwann nach Griechenland kommt, zu den Inseln und von da aus nach Jaffet, das ist in 1. Mose schon vorhergeschrieben. Das ist ein Wunder, ja? Das ist ein echtes Wunder. Das ist für mich Gottes Wort. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Das kann niemand ausdenken. Das konnte Mose nicht wissen. Und er schreibt es trotzdem. Und das sind die Bezüge in der Bibel, wo ich sage, irgendwann bin ich dann ein überzeugter Christ, weil das wahr ist. Das muss Gottes Wort sein. Ja? Das ist ganz auch eine schöne Bibelarbeit. Haben wir mal im Siegerland gemacht. Ja? So, und im Lauf der Gemeindezeit, die aus Heidenvölkern und aus Juden besteht, alle Menschen, die zu Jesus kommen, gehören zur Gemeinde Jesu, gibt es eine Phase, wo Gott dann sagt, bleibt mir treu, geht nicht weg von mir. Ja? Halte das Recht und tut Gerechtigkeit. Gott erinnert die Christen daran. Das ist ja Christenheit jetzt, ja? Das ist ja himmlisches Jerusalem. Die glauben an Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist neutestamentlich, zutiefst neutestamentlich. Das geht uns an. Und die Bibel ist sehr deutlich mit dem, was da geschrieben wird. Die ist auch sehr deutlich, wie der Abfall in der Christenheit ist, ja? Bevor Gottes Reich aufkommt. Das hier, das sind zwei ganz finstere Kapitel, die machen wir heute Abend. Ja, machen wir heute Morgen haben wir ja Sonntagmorgen. Ja, genau, dann schläft man auch gut, ja. Ja, also das machen wir dann später. Wir gehen so bis hierhin, gehen wir, wenn der Herr will und wir so weit kommen, ja, und ihr Geduld habt. Aber Gott erinnert dann die Christen und sagt, bleibt bei mir und bleibt mir treu. Und trotzdem kommt der Abfall. Der Gerechte kommt um und es ist niemand da, der es zu Herzen nehme. Die Männer Gottes, die werden immer seltener. Die Zedern des Libanon fallen. Und ihr könnt es ja auch sehen in der Presse. Da sind viele Leute, die stehen den Gemeinden vorne an. Die machen ganz komische Dinge in ihrer Freizeit, wenn sie keinen beobachtet. Ja? Die Zedern des Libanon fallen. Ja, das wird immer magerer und immer schwieriger. Und das Gotteswort wird immer seltener. Ja? Wir waren jetzt in Hannover, also in Norddeutschland, Ostdeutschland. Da ist es noch viel schwieriger, Gemeinden zu finden, wo noch gepredigt wird. Ja? Die sind eigentlich nur noch aufs Internet irgendwo angewiesen. Ganz vereinzelt. Und wir sind Deutschland, Land der Reformation. Thüringen, das war doch Lutherland. Keine Gemeinden mehr, ja, verstreut irgendwo noch ein paar Kirchengemeinden, ein paar kleine Gemeinden, freie, aber dann ist es das auch, ja. Und die müssen stundenlang fahren, bis die irgendwo in eine Bibelstunde kommen können. Ich sage immer, wir sind ja im Südwesten da noch gesegnet, da gibt es ja allerlei Gemeinden noch, ne, durch den Pietismus, ja. Piet Kong, hat einer gesagt. Ja, aber der Südwesten, der ist, aber wir sind auch im Kampf, ja, das ist ein geistlicher Kampf, der da läuft. Und das ist ein Niedergang, der hier beschrieben wird in Jesaja 57. Und weil die Gottlosigkeit so groß ist, wird das Gericht angedroht. Und Gott sagt zu dem Jesaja, rufe getrost, schone nicht. Nicht so süßlich, sondern klar, ja. Nennt die Dinge beim Namen, sprecht die aus, sprecht die an. Macht euch keine Freunde mit. Habt ihr nur einen Freund, das ist Gott, ja. Ja? Aber, und die Gott nachfolgen. Aber die meisten werden sich ärgern über euch und die meisten werden Widerstand geben. Das ist so eine Zeit, in der man dann lebt. Ja? Rufe getrost, schone nicht, verkündige meinem Volk ihr Übertreten.
Was ist die Zeit des Abfalls dann in der Gemeinde? Also echt ein Thema für heute Abend erst, ja? Und dann kommt das Gericht. Ja, das, die Hand des Handherrn ist nicht zu kurz, sondern eure Hände sind mit Blut befleckt. Mit Blut, und zwar konkret mit Blut, nicht mit übertragenem Blut. Das wird beschrieben in den Kapiteln. Ihr opfert die Kinder unten am Bach. Das kennen wir doch, oder? Das kommt ja aus der Presse überall hoch, ja? Nicht Mainstream hier so, Wahrheitsbewegung, das kommt doch überall hoch. Sie opfern die Kinder unten am Bach, bei den glatten Steinen, mit Blut befleckt. Das steht hier in Jesaja 59. Das ist Abfall. Das ist Gericht, was kommt, ja? Über die Gemeinde und über die Welt. Und dann kommt Jesus und dann bricht sein Königreich an. Ja? Dann ist der Zyklus eigentlich beendet. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Zion und Welt, ja? Mache dich auf, Zion, mache dich auf, werde Licht. Seht ihr das? Wie die Bezüge da sind, ja? Das ist ein ganzer Zyklus. Das haben wir in Daniel auch. Der Daniel, der zeigt erst das Standbild und im Standbild sind alle Weltreiche aufgelistet. Gold, Silber, Bronze, Eisen, Zehn mit Ton, gemischt Eisen mit Ton, ja? Und in diesen Setzkasten von dem Standbild, da kann man nachher vom Daniel die ganzen Prophetien alle einfügen. Alles, was kommt, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, das muss alles ins Standbild reinpassen. Gott gibt aber erst so einen Überblick und ist das nicht lustig, dass die Weltreiche so ablaufen, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist? Ja, mit dem Kopf, 10 Zehen, 2 Arme, ja, und ein Bauch und Lenden und Schenkel, ja, nicht Beine, Schenkel, ja. Und das ist doch fast schon Humor Gottes. Oder in Sacharja haben wir das auch. Ja? Sacharja sieht 8 Nachtgesichte und diese 8 Nachtgesichte gehören zusammen. Das ist ein ganzer Zyklus der Heilsgeschichte Gottes. Das heißt, am Anfang von Sacharja gibt Gott so in ganz liebevollen Bildern, ganz plastische Bilder, diese 8 Nachtgesichte und dann ist der Zyklus abgeschlossen. Und alles, was dann danach in Sacharja kommt, das muss alles da rein, kann alles da rein bezogen werden. Das ist didaktisch sehr, sehr klug. Ja? Und fast haben wir sowas hier auch. Gott gibt hier so einen ganzen Zyklus. Und da gibt es mehrere Zyklen in Jesaja, in die Jesaja eingeteilt ist. Und wenn man die so ein bisschen im Kopf hat, hat man so ein Regal, wo man dann einordnen kann. Da liegt dann nicht so alles so auf dem Tisch so ungeordnet, sondern man weiß, dass Jesaja 59 ist die Schublade, da finde ich das und das. Ja? Jesaja 54, das und das. Jesaja 53, da habt ihr schon eine Schublade, da wissen wir, da ist Jesus. Ja? Und so ist das, dass man, wenn man diesen Zyklus hat, also mir ist das sehr hilfreich, weil die Bibel bekommt eine Struktur. Und eine Ordnung. Das hat der Koran nicht. Der Koran, da sind die Suren nur nach ihrer Länge geordnet. Ich glaube, der fängt bei der kürzesten an, geht bis zur längsten oder umgekehrt. Ja? Das ist schon alles, was da an Ordnung drin ist. Ja? Die Bibel, das ist was Feines. Das ist was für Feinschmecker. Ja? Und je älter ihr werdet im Glauben, desto mehr werdet ihr Feinschmecker. Ihr wollt nicht mehr alles hören. Ihr wisst auch, manches ist einfach falsch. Das ist wie so ein Schäflein, wenn das ein bisschen älter ist, das frisst nicht mehr jedes Gräslein. Ja, das sagt, oh, da habe ich mal Bauchweh von bekommen, das möchte ich nicht mehr. Ja? Wir wissen das, wir bekommen ganz feine Sinne. Also ein Mensch, der mit Jesus ist, der bekommt Feinde. Warum? Der kennt sich ja auch selber, der weiß selber, was in ihm gewesen ist, was in ihm tobt. Der weiß, wofür er Vergebung braucht, der kennt auch den anderen, der schaut auch in den anderen rein, der versteht den anderen, weil er das von sich selber weiß. Ja? Das heißt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir werden Charaktere, wir werden Weise. Ja, wir bekommen eine gewisse Klugheit, einen gewissen geistlichen Instinkt. Wir spüren manchmal Dinge und wenn ihr in Gemeinden kommt und ihr kommt da rein, dann redet Gottes Geist. Ich bin kein Schwärmer, ja, aber Gottes Geist spricht zu euch und ihr hört hier, was ist denn hier, was ist, hier ist doch was. Ja? Das macht Gott aus uns, ja? Weil wir Gottes Geist haben und das macht er in großer Nüchternheit. Ja? Der Geist ist dem Propheten untertan, sagt zitiert Paulus im Neuen Testament. Das ist eine ganz nüchterne Sache. Menschen in der Welt haben Lebenserfahrung. Christen, die mit Jesus gehen, haben Geisteserfahrung. Das ist mehr. Ja? Das ist was Feines. Und deswegen, wenn man alte Glaubensgeschwister trifft, die weise geworden sind im Umgang mit Jesus, das ist schon was Schönes. Das sind wertvolle Menschen. Ja? Aber die werden irgendwann immer weniger, weil wir bewegen uns halt hier irgendwo in dem Segment. Ja? Gericht droht, Gericht kommt. Gut. Jetzt schauen wir uns mal den Text so im Einzelnen an. Ja? Jetzt gehen wir mal Jesaja 52. Das kündigt das Königreich Jesu Christi an. Und ich habe euch den Schlüsselvers immer mal so hier unterstrichen, ja? Damit man da sich so dran erinnert. Wir sind jetzt hier und dann gehen wir so die Kapitel schon immer weiter bis heute Abend. Ja? Also Jesaja 52, Vers 1. Mache dich auf, Zion, zieh deine Stärke an.
Schmücke dich herrlich, du heilige Stadt Jerusalem. Dann wird Jerusalem heilig sein, weil Christus kommt, ja. Denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen. Schütte den Staub ab, stehe auf, du gefangenes Jerusalem. Mache dich los von den Banden deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn also spricht der Herr, ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch ohne Geld gelöst werden. Denn so spricht der Herr, Herr, mein Volk, damals war Israel Gottes Volk im Alten Testament, zog am ersten hinab nach Ägypten, dass es da selbst ein Gast wäre. Und Assur hat ihm ohne Ursache Gewalt getan. Aber wie tut man jetzt all hier? Wie tut man mir jetzt all hier, spricht der Herr? Mein Volk wird umsonst hingerafft, seine Herrscher machen eitel heulen, spricht der Herr, und mein Name wird immer täglich gelästert. Darum soll mein Volk meinen Namen kennen zu derselben Zeit. Denn ich bin's, der da spricht, hier bin ich. Christus kommt auf den Ölberg und sagt, hier bin ich. Ihr habt gewartet auf mich, hier bin ich. Sie werden rufen nach ihm in der allerletzten Zeit, nach der Entrückung, ja, wenn ein kleiner Überrest noch in Jerusalem übrig ist. Die werden schreien, hilf uns. Und dann kommt Christus auf den Ölberg und sagt, hier bin ich. Ja. Das ist Hollywood. Das ist ein schwacher Vergleich, ja. Vergesst es wieder. Das ist was Großes. Das ist was Schönes. Jetzt überlegt euch, wenn die Juden diese Verse gelesen haben, ja, und stellt euch vor, jetzt kommt Jesus. Das ist ja über Jahrhunderte vorhergesagt, ja. Und jetzt, wie wird er sein? Wie wird er aussehen? Wie wird er sich geben? Was ist der, wo kommt er her? Wie redet er? Welche Aura hat er? Welchen Plan? Das ist der König Israels, den Gott eigentlich, wie wird er sein? Wie wird Jesus sein? Ja, das war eine große Frage. Alles in Daniel geht natürlich immer auf diesen Antiochus Epiphanes, aber die Heilsgeschichte geht ja auf Jesus Christus hin, der Gesalbte, der kommen soll. Ja, und dann kommt Jesus, ja, ein Zimmermann mit schaffigen Händen, ein König, ja, vor dem Pilatus gezittert hat. Pilatus hatte keine Probleme mit gar nichts. Pilatus war ein kranker Charakter. Aber als er Jesus sieht, hat er gezittert. Ja, und seine Frau sagt zu ihm, hab bloß nichts zu schaffen mit dem, ich habe heute Nacht schlecht geträumt. Und er sagt, woher bist du? Der fragt nicht, wer bist du, er sagt, woher bist du? Bist du ein König? Wer bist du? Ja, und der sagt, oh, hier ist was. Ja, das war Jesus. Mit Jesus konnte man keine Männchen machen. Das war eine allein sein irdisches Auftreten. Ja, das war eine Persönlichkeit. Das war ein König, ein Kaiser. Das war der König der Welt. Ja? Und das hat man Jesus abgespürt. Das war was Besonderes. Der war geheiligt, der war gezeugt durch den Geist Gottes. Der hatte Gottes Geist in Fülle in sich. Gott wohnte in ihm leibhaftig, ja? Und in großer Fülle. Das war ein besonderer Mann. Ja? Und dass der gekreuzigt wurde, ist das Drama der Weltgeschichte. Das Drama der Menschheit, dieses Damoklesschwert, das hängt über der Menschheit. Ihr seid Gottesmörder, ihr habt den Sohn Gottes getötet. Ja? Und Jesus kommt wieder. Was soll das geben? Ja? Was wird das geben? Also das war schon was Besonderes, dass das vorhergesagt ist, ja, dass Israel wieder Gottes Volk wird, dass Jesus kommt und dass er dann in den Evangelien auch beschrieben wird. Dann sieht man die Evangelien mit einem ganz anderen Wert, weil die beschreiben Jesus, wer er war, was er geredet hat. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir denn noch gehen? Wir werden ja überhaupt nicht mehr satt in der Welt. Wenn wer einmal Worte Jesu wirklich gehört hat und mit dem Herzen gehört hat, der wird nicht mehr satt in der Welt. Der kann da nicht mehr weg. Das ist vorbei, ja. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Christus wird König sein. Deine Wächter rufen laut mit ihrer Stimme und rühmen miteinander, denn man wird's mit Augen sehen, wenn der Herr Zion bekehrt. Das kann man sehen, das wird man sehen können, das werden die Völker sehen. Zion bekehrt, da hat doch der Paulus geschrieben von, ja? Dass zu Zion ein Erlöser kommt, der das gottlose Wesen abwendet. Ja, von Jakob, von Zion. Der Herr wird Zion bekehren. Zion wird sich umkehren zu seinem Gott. Lasst fröhlich sein und miteinander rühmen, das Wüste zu Jerusalem. Denn der Herr hat sein Volk, ja, sein Volk getröstet und Jerusalem gelöst. Das wird kommen. Israel wird wieder sein Volk werden, natürlich. Ja, das ist Gottes Volk. Aber jetzt nicht. Warum nicht? Weil Israel den Bund gebrochen hat. Womit denn? Mit geistlichem Ehebruch. Und wo Ehebruch ist, darf die Ehe gelöst werden. Das sagt Jesus. Ja?
Und Israel hat geistlich die Ehe gebrochen, diesen Bund vom Sinai, der war zweiseitig. Und der war, stand unter Bedingungen. Und obwohl Israel immer wieder das Gesetz übertreten hat, ist Gott trotzdem seinem Weibe Israel treu geblieben. Trotzdem. Durch die Jahrhunderte hinweg. Weil er ein treuer Gott ist. Aber als sie seinen Sohn verraten und als sie geistlichen Ehebruch begehen, da löst Gott diese Ehe auf. Er löst das Alte Testament auf und macht ein neues Testament, sonst wären wir ja nicht hier. Ja? Oder wir wären alle, die Hälfte von uns wäre beschnitten und wir wären Juden Nummer zwei geworden. Das sind wir aber nicht. Sondern Juden und Griechen, Juden und Nichtjuden müssen alle neu werden, eins werden in Christus, müssen von Neuem geboren werden. Das ist eine neue Heilshaushaltung, ein neuer Bund. Der Bund nicht im Blut der Böcke und Stiere, sondern der Bund im Blut Jesu Christi. Das muss auch, das setzt auch Bekehrung Israels voraus. Dann muss auch ein Jude wiedergeboren werden. Der Heilsweg des alten Bundes geht nicht mehr. Warum? Weil es kein Opfer mehr gibt im alten Bund. Keinen Tempel und kein Priestertum. Mehr noch, weil das Priestertum des alten Bundes aufgehört hat. Ja? Das Priestertum hat sich verändert. Hebräer 7, Vers 12. Und wo das Priestertum sich verändert hat, da muss sich auch das Gesetz ändern. Und der Gottesdienst und der Tempel und das Opfer, da muss alles neu werden. Ja? Weil das Priestertum sich geändert hat, und zwar vom Priestertum vom Sinai, vom aaronitisch-levitischen Priestertum, hat es sich geändert in das Priestertum des Melchisedek, in das Priestertum Christi. Er ist hoher Priester, jetzt schon. Und wird König werden hier hinten, also na, wenn das Königreich anfängt, ja? Dann wird er auch König sein. Dann ist er wirklich Priester und König, Priester-König. Und wir mit ihm. Dann werden wir mit Christus herrschen. Warum? Weil wir auch kleine Melchisedek sein dürfen aus Gottes Gnade. Verdient haben wir das nicht, das schenkt uns Gott. Ja? Aber das wird sein. Jetzt herrschen wir aber noch nicht. Die Gemeinde herrscht noch nicht. Die Gemeinde wartet. Die Gemeinde stellt Christus dar in der Welt. Ist ein Stück weit Stellvertreter Christi auf Erden, Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus. Ja? Und wenn eure Zeit um ist, dann holt der Herr euch heim. Dann kriegt man Krebs oder einen Autounfall, wie auch immer. Ja? Und dann gehen wir nach Hause. Wir sterben nicht, wir gehen nach Hause. Ja? Das ist was anderes. Und ich denke, wenn wir zu Hause ankommen, dann denken wir, ach, das hätte man auch schon früher haben können. Ja? Ja? Viele haben so Angst vorm Tod und Corona und Sterben und so. Meine Mutter sagt, ich habe keine Angst vorm Tod, ich habe Angst vorm Sterben. Sterben kann schmerzhaft sein, das kann ich gut verstehen. Finde ich eine gute Unterscheidung. Ja? Aber vorm Tod brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Der Tod ist überwunden. Ja? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist vorbei. Das ist in Christus vorbei. Und wir kommen nach Hause. Ja? Also das ist diese Vorschau des Königreichs. Und hier steht dann, siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Christus, der Knecht Gottes. Die Rabbiner sagen, nee, das ist Israel. Israel ist Gottes Knecht. Wir werden sehr hoch erhaben sein. Wir werden weislich tun. Aber das macht keinen Sinn. Auch aus Jesaja 53 macht das keinen Sinn. Der Gottesknecht hier ist nur einer, der Messias. Was sie tun ist, wie Paulus sagt im Römerbrief, du raubest Gott, was sein ist. Ja? Du sagst, man solle nicht stehlen, aber du begehst Tempelraub, steht da eigentlich. Ja? Das heißt, sorry, wenn ich das so offen sage, die talmudischen Rabbiner stehlen etwas für sich, was allein dem Messias gehört. Dem Messias Jesus. Das nehmen sie auf sich. Sie sind Messias für die Welt. Ja, das ist eine, da berauben sie Gott, das gehört nur Gott und Gott alleine und das nehmen sie für sich. Das ist das, was Paulus in Römer 2 sagt. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Ja? Ich habe mal ein Video gemacht von One for Israel in Israel. Die haben eine ganz schöne, ein schönes Zeugnis gehabt von einer jungen Frau, wie die zum Glauben gekommen ist. Und dann hat One for Israel das ins Internet gestellt und ich habe die dann angeschrieben und habe gefragt, ob ich das ins Deutsche übersetzen darf. Dann haben die das genehmigt, dann habe ich das übersetzend hochgeladen und dann hat mich aus der hat mich angeschrieben, ob er das Video verwenden darf. Und ich wusste schon, was er vorhat, weil der wollte das natürlich dann da dagegen schreiben, ja, was One for Israel da sagt und was die da so ausgelegt haben. Ich glaube, das war aus dem Talmud. Ich habe zwei Videos übersetzt, war nicht dieses Zeugnis, sondern die haben von One for Israel über den Talmud gesprochen, was an talmudischer Theologie ist. Und das wollte er natürlich dann da konterkarieren und da habe ich ihm gesagt, nein, du kannst das nicht verwenden. Ja, wenn du das machen willst, dann musst du es selber auf Deutsch übersetzen. Die Arbeit musst du dir selber machen. Aber er hat es dann trotzdem genommen, mein Video, und hat das dann geschnitten und hat daraus sein Video gemacht. Das wird bei mir auch angezeigt. Und dann habe ich gesehen, ach, sag ich, der
Das doch, dann habe ich einen angeschrieben und habe gesagt, hör mal, ich hatte dir gesagt, du sollst das nicht verwenden. Du predigst, man soll nicht stehlen und du stiehlst. Ja, ja, sagt er, ich bin ein ganz Böser. Ja. Er hat es auch nicht gelöscht. Ja. Aber das ist nicht gut, wenn man sowas macht. Das gehört sich, das macht man nicht. Ja. Vor allem, wenn man doch auch eigentlich geistliche Dinge weiterbringen will. Denn er ist ja Rabbiner, er will ja eigentlich das Gesetz predigen, da ist Stehlen halt verboten. Ja. Aber was ist denn das für, das ist ja nicht konsequent, was er da macht. Ja. Kam mir nur so gerade in den Sinn. Aber das ist das, wo die Juden eigentlich sagen, Israel ist Gottes Knecht. Auch in Jesaja 53 sagen sie, das sind sie. Wir haben gelitten für die Völker. Wir haben die Sünde der Völker getragen. Speziell in Deutschland vor 80 Jahren. Und durch die Jahrhunderte hinweg hat Israel geblutet. Da nehmen sie das, was Jesus gehört, nehmen sie für sich. Das darf man nicht, ja. Siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Das ist Christus, der wird so hoch erhaben sein wie der Vater im Himmel, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja? Der wird sehr hoch erhaben sein, er wird erhöht. Gleich wie sich viele an dir ärgern werden, weil seine Gestalt hässlicher ist denn anderer Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder, weil wir ihn für nichts geachtet haben. Ja? Das war eine ganz besondere Art, das muss nicht eine physische Hässlichkeit gewesen sein, sondern dass Jesus rein war, dass er ohne Sünde war, dass er die Wahrheit gesagt hat, ohne sich den Mund zu verbiegen. Das war das Hässliche für die Welt. Die sagen, komm, sei nicht so ehrlich. Man kann doch schon mal ein Kompliment machen. Ja? Sei nicht immer so frontal. Ja? Komm ein bisschen auf unsere Ebene runter. Dann, wir arrangieren uns auch. Ja? Das war das, wie man Jesus versucht hat, müde zu machen und nicht das Evangelium weiterzugeben. Ja? Genauso wie sich viele an dir ärgern, so wird er auch viele Heiden, viele Völker besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten, nicht vor den Rabbinern, sondern vor Christus. Ja? Denn welchen nichts davon verkündigt ist, das waren die wilden Germanen zum Beispiel, welchen nichts davon verkündigt ist, die werden es mit Lust, mit Freude sehen und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Das ist nicht für die Ersten, das ist für die Letzten. Gott siebt mit seinem Wort. Ja? Denn die einfachen Leute, die Elenden unter den Schlachtschafen, die merken, dass das Gottes Wort war. Und da werden Letzte Erste und Erste werden Letzte. Ja? Gott siebt, Gott filtert das. Ja? Manchen wird das Wort Gottes zum Gericht und manchen wird es zum großen Segen und zu großer Freude. Am Wort Gottes scheiden sich die Geister. An Christus scheiden sich die Geister. An der Gottheit Jesu scheiden sich die Geister. Wenn wir die Gottheit Jesu aufgeben, können wir mit dem Judentum gut zusammenarbeiten, weil dann sagen die uns, ja gut, ihr glaubt halt, dass Jesus ein Rabbiner war und der Jesus war halt ein bisschen komisch im Kopf. Wir haben viele Rabbiner gehabt durch die Jahrhunderte, die waren komisch im Kopf, aber da können wir umgehen mit. Wo sich die Juden dran ärgern, ist, dass wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn und er ist selber Gott. Daran ärgern sie sich. Ja? Und dasselbe gilt für die Muslime. Die Muslime haben doch auch Isa, Jesus als Prophet. Nicht als Sohn Gottes, ja? Das heißt, wenn wir die Gottessohnschaft Jesu aufgeben, könnten wir mit dem Islam und mit dem Judentum uns gut arrangieren. Da könnte man eine Weltreligion mitmachen, die Frieden für alle hat. Aber dann müssten wir die Gottheit Jesu fahren lassen. Und deswegen sage ich, an der Gottheit Jesu werden sich zum Schluss die Geister scheiden. An Christus, ja? Das ist der Punkt. Ja? Das ist das Unangenehme, ja? Und das wird irgendwann auch auf uns zukommen, aber denen nichts davon verkündigt ist und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Das ist was Schönes, ja? Und so filtert Gott das. So, und das war die Vorausschau auf das Königreich, was kommen wird. Das war ein grober Blick. Und jetzt kommen die Stufen. Wie kommt man denn zum Königreich Jesu? Na, der König muss sterben für die Sünden der Welt. Deswegen kommt jetzt Kapitel 53. Wer glaubt unserer Predigt? Wem wird der Arm des Herrn offenbart? Diesen Arm des Herrn, den finden wir öfter nochmal in den Kapiteln hier. Wem wird der Arm des Herrn offenbart? Der rechte Arm Gottes, das ist Jesus Christus. Wer kann das verstehen? Das kann man nur verstehen, wenn man von neuem geboren ist. Du kannst das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht von neuem geboren bist. Du kannst Jesus nicht sehen, nicht verstehen, wenn du nicht von neuem geboren bist. Du kannst das Neue Testament und das Alte nicht sehen, nicht verstehen, nicht glauben, wenn du nicht von neuem geboren bist. Das geht nicht. Dann bleibt das immer nur Hülse, das bleibt äußerlich, das bleibt gewusst, das bleibt vielleicht studiert, aber das wird nicht Lebensinhalt, das wird nicht Labsal, das wird nicht Speise oder Trank, von dem man sich ernährt. Das ist gewusst, das ist vielleicht auch wegen mir Herrschaftswissen, das ist Theologie, aber das bleibt kalt und das wird nicht lebendig.
Aber wenn Gott seinen Geist gibt, dann fällt das Wort Gottes in uns hinein. Dann sehnen wir uns danach, das ist uns Labsal, wir essen das. Wir sind gezeugt aus dem Wort Gottes, wir sind Wort Gottes an die Welt. Wir haben einen ganz engen Bezug zum Wort Gottes, ja? Weil wir aus diesem Wort Gezeugte sind. Und wer voll Wort ist, ist voll Geist. Das finde ich schön. Wer voll Geist ist, ist voll Wort. Wenn ihr einen engen Kontakt zu Gott haben wollt, dann könnt ihr den am allerbesten in der Bibel haben, wenn ihr Gottes Wort lest. Weil das Wort ist Geist und Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist, also auch im Wort und in der Wahrheit anbeten. Und Jesus ist Gott. Und Jesus ist das fleischgewordene Wort. Und das Wort ist Geist. Versteht ihr das? Und Gott ist Geist. Das ist in eins. Das ist eigentlich eine Viereinheit, wenn man so will. Gott, Sohn, Geist und Wort. Und die Gemeinde Jesu noch. Das heißt, wenn ihr enge Gemeinschaft mit Gott haben wollt, ich sage es ganz frontal raus, dann nützt euch nicht Zungenreden. Dann müsst ihr die Bibel lesen. Und deswegen klingelt es auch immer an der Tür, wenn ihr anfangt, die Bibel zu lesen. Zumindest bei mir ist das so. Also wenn ich möchte, dass Amazon vorbeikommt, ja, dann mache ich die Bibel auf und fange an zu lesen. Ja? Ich übersteigere das ein bisschen. Ja? Ja? Oder ist das nicht komisch, man macht die Bibel und will was lesen und irgendwas passiert? Irgendwie kommt jemand, es klingelt an der Tür, es ruft jemand an. Ja? Oder es kommen Gedanken einem durch den Kopf, wo ich sage, ich muss unbedingt noch dies und das und jenes. Ja? Der Teufel will nicht, dass wir die Bibel lesen, weil das Wort ist Geist. Und wer voll Wort ist, ist voll Geist. Und wenn ihr euch geistlich auftanken wollt, dann macht der Teufel irgendwas, dass es nicht funktioniert. Und wenn, so geht es mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich dann Stille habe, da brauche ich eine Viertelstunde, bis ich wirklich zur Ruhe komme. Und ich fange so ein Kapitel also fünfmal neu an zu lesen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ja? Dann merke ich, wie meine Augen nur noch den Zeilen folgen, ja? Und mein Kopf ist aber irgendwo ganz woanders, ja? Und ein amerikanischer Prediger, der William MacDonald, der hat mal gesagt, er macht das so, wenn er betet, nimmt er sich einen Zettel und einen Bleistift und wenn er anfängt zu beten, sagt er, das dauert nicht lange, dann fällt ihm ein, was er alles noch machen muss. Und dann nimmt er einfach den Bleistift und schreibt das auf und betet weiter. Und da habe ich gedacht, das ist mal ein richtig guter amerikanischer Trick. Ja? Die sind ja sehr praktisch, die Amerikaner. Und das habe ich gedacht, ist eine gute Sache, weil dann schreibt man es auf und kann man in Ruhe weiterbeten. Ja? Ich will mich nicht ablenken lassen vom Gebet. Ich will mich nicht ablenken lassen vom Studium. Und manchmal ist das Kampf. Ja? Es ist nicht so, dass alles, was uns leicht von der Hand geht, vom Herrn ist und was uns schwer von der Hand geht, vom Teufel ist. Manchmal muss man auch kämpfen, man muss auch gegen Dinge angehen. Ja? Freund von mir ist in die Slowakei ausgewandert und da ging alles schief, ja. Wir mussten den LKW umladen an der Grenze, weil der überladen war und dann haben wir einen slowakischen LKW bestellt und dann kam der nicht, wir haben an der Autobahn gewartet und dann haben wir gefragt, wann kommt denn der LKW, wie sieht der denn überhaupt aus, ja, dass wir wissen, wenn er kommt, dass wir den erkennen können. Dann haben sie uns gesagt, ja, der hat eine gelbe Plane und eine blaue Bracke. Ah, sagen wir, okay, ja, dann warten wir auf so einen LKW. Dann haben wir uns wieder an die Autobahn gestellt und gewartet. Jetzt haben aber alle LKWs in der Slowakei gelbe Planen und blaue Bracken. Der hätte auch sagen können, der hat schwarze, runde Räder. Das wäre auch so, ja? Also ich weiß nicht, wie viele LKWs. Die sehen alle gleich aus da. Das war ja Kommunismus, ja? Sie sind alle einheitslackiert worden da, ja? Ja, wie sieht ein LKW aus? Er hat eine gelbe Plane und eine blaue Bracke. Die Deutschen sind auch komisch irgendwie. So sehen LKWs aus, ja? Ja? So, und es ging alles schief und wir mussten das umladen da. Und wenn man am Zollhof umlädt, dann, also wenn man irgendwo ins Gefängnis will in der Slowakei, dann muss man am Zollhof umladen, ja? Sondern die Zöllner haben uns halt aber irgendwie zugestanden und jetzt war ein Bruder aus dem Siegerland mit und der sagte, oh, der Schwarze fährt immer mit, die Siegerländer rollen ja so, das er, ne? Und dann kommt er zu meinem Freund, dem Uwe Martin, und sagt, Bruder, meinst du, das ist der Weg? Und dann sagt der Uwe, ja, jetzt gerade, wo so viel Widerstand ist, da gehen wir gerade in die Slowakei, ja? Manchmal muss man Dinge durchkämpfen. Manchmal muss man hören und vielleicht einen anderen Weg einschlagen, sagen, die Tür geht gerade zu, dann gehe ich, ja, und das zu unterscheiden, das ist geistliche Lebenserfahrung. Das muss man ausprobieren. Dann macht man vielleicht mal einen Fehler, man macht mal eine falsche Entscheidung. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben aber Lebenserfahrung, Glaubenserfahrung, Jesuserfahrung damit, ja. Und das sind Dinge, wo ein Mensch so, wenn er älter wird im Glauben, einfach Erfahrungen macht mit Jesus und so einen Umgang irgendwie pflegt. Und zu Hause wird im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist und das kennt. Das weitergibt, ja? Wo war ich denn jetzt hier stehen geblieben, ja? Wer glaubt unserem Predigen, wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel, eine grünende Wurzel aus einem dürren Erdreich. Das dürre Erdreich, das bin ich und das seid ihr.
Das ist die Welt, das ist Dürr, da ist keine Frucht. Ja? Christus wie ein Reis, wie ein frischer Trieb, ein frischer Zweig, ja? Aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und er war der Unwerteste. Er war voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Die sind so an Jesus vorbeigegangen. Die Bibel schreibt da ja nicht viel von, ja? Was da so für Miesnicklichkeiten da passiert sind. So haben die gesagt. Vielleicht haben sie ausgespuckt vor ihm. Ist ja aktuelles Thema jetzt in Jerusalem gewesen, ja? Er war der Allerverachtetste. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Aber jetzt kommt's, ja? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Was für ein Missverständnis. Was für eine Blindheit. Was für ein Unverständnis. Wie viel Egomanie ist denn da drin? Ja? Wie wenig kann man denn da sehen? Wir hielten ihn für den, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Wären wir nicht so Sünder, dann wäre ihm das nicht geschehen. Dann wäre er in seiner Herrlichkeit geblieben. In seiner Gottgleichheit, in seiner Würde, in seiner Pracht. Aber er ist arm geworden, weil wir Sünder waren und er hat die Strafe auf sich genommen. Dann seid ihr frei. Wenn Gott die Strafe auf sich nimmt, was will man denn noch mehr? Dann sind wir frei. Ja? Dann sind wir tatsächlich frei. Weil wenn Gott um unserer Strafe willen gemartert und geplagt wurde, wenn sein Sohn die Strafe getragen hat und die Strafe auf ihm liegt, dann haben wir Frieden. Ja? Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dann sind wir heil. Mehr kann man nicht geben einem Menschen, oder? Dass Gott selber das trägt in Christus. Das ist Heilsgewissheit. Ja? Heilsgewissheit, die aus der Schrift kommt. Das ruft die Bibel uns in unser Leben hinein. In unser vielleicht manchmal etwas verworrenes oder desorientiertes Denken, Leben, Sein, was auch nicht schlimm ist. Wir Menschen, wir sind so. Das ist Mensch, das ist Seele, das ist wetterwendig. Das ist nicht Diamanten oder V2A-Stahl. Das ist Ton, das ist Erde, das ist der alte Mensch. Und wenn der alte Mensch umkehrt und zu Jesus kommt, dann ruft das Wort Gottes ihm zu, ihr seid geheilt, die Strafe liegt auf ihm. Und dann, sage ich immer, ich mag das gerne, dann humpeln wir heimwärts. Wir hinken nach Hause. Wir hinken, ja, aber wir gehen heim. Und wir haben Licht, wie der Jakob. Aber wir hinken an der Hüfte, ja. Und das ist nichts Unnormales, das erlebt jeder Christ. Ja? Das kann man auch jedem Christen eigentlich nur wünschen, weil das die enge Pforte ist, wo man durchgehen muss. Viele haben das gar nicht. Die sagen, was ist mit deiner, du hast immer ein Problem mit Sünde. Das habe ich überhaupt nicht. Ja? Ja, aber wegen der Sünde, wegen unserer Sünde kam doch Christus. Und wir erleben uns auch oft als Sünder. Und wir sind nicht nur theoretisch, wir sind tatsächliche und faktische Sünder. Wir brauchen Vergebung für echte Sünden. Ja? Und deswegen sagt Paulus zu Timotheus, halte im Gedächtnis Jesum Christum, da ist das Heil, er ist für die Sünden gestorben. Er hat uns eine neue Natur geschenkt und diese neue Natur ist nach Gott und die bleibt in Ewigkeit, weil Christus bleibt und wir mit ihm. Es ist alles gut geworden auf Golgatha. Und weil wir oft uns mit unseren 5 Sinnen nur erleben, weil wir keine 6 Sinne haben, manche haben vielleicht einen 6. Sinn, aber ich glaube nicht wirklich, ja. Wir haben 5 Sinne und mit unserem Fühlen und unserem Empfinden erleben wir uns. Und wir finden uns auch manchmal nicht so sehr angenehm. Manchmal möchten wir anders sein. Wir möchten vielleicht besser sein im Glauben, mehr beten, mehr Bibel lesen, für Jesus besser unterwegs sein. Und, ja, aber man kann sich auch in dieser Situation total verlieren. Und in diese Situation rein ruft uns Gottes Wort, er ist für uns, die Strafe liegt auf ihm. Um unserer Missetat willen ist er verwundet, er ist gestraft worden, damit wir Frieden hätten. Das heißt, wir dürfen das Jesus bekennen und dann gehen wir getrost einfach weiter unseren Weg. Wir gehen einfach weiter und wir lassen uns nicht durcheinander machen, nicht durch Seelenstürme und nicht durch den Feind und nicht durch alle möglichen Dinge, die in unserem Herzen oder in unserem Kopf sind. Wir gehen einfach, warum? Weil wir das glauben, weil wir das geprüft haben, weil das Wahrheit ist und weil das kommt, das hält niemand auf, ja? Ob wir das glauben oder nicht. Und das ist Glaubenstrotz. Das ist Glaubensgewissheit. Und diese Gewissheit ruht auf dem, was wir im Wort Gottes finden. Ja? Das ist fest.
Das ändert sich nicht mehr. Manchmal gibt es Bibelstellen, die schlage ich auf und sage, steht das noch da? Ja? Oder ich nehme eine andere Bibel, so eine Elberfelder, und sage, steht das da auch so? Ja, ist noch da, alles gut. Ja, alles gut. Kann Gott Menschen retten? Ja. Sogar ein Paulus konnte Gott retten. Und schlimme Sünder, dann kann er euch auch retten. Ja? Gott kann retten. Ja? Und zwar ohne unser Zutun. Denn wenn es nötig wäre, unser Zutun, dann kommt keiner in den Himmel. Und wir werden einfach so gerettet. Und ich darf noch was sagen. Man kommt ganz schnell zum Glauben. Man kann ganz schnell zum Glauben kommen. Das geht so schnell, wisst ihr noch, diese blutflüssige Frau, die kommt zu Jesus und rührt den nur an, hinten am Gewand. Und dann wird die einfach so gesund. Ganz unbürokratisch. Keine dreifache Ausfertigung mit Durchschlag, Antragsformular. Ja? Die rührt einfach, ist das nicht schön? Jesus hat die einfach heil gemacht. Der sagt, das ist eine Kraft von mir ausgegangen. Ja? Viele haben ihn angerührt. Aber die hat im Glauben angerührt. Und dann ist die einfach heil geworden, die ist einfach gesund geworden. Man kommt schnell zum Glauben. Das ist keine große Hürde. Das Wort ist uns nah. Ja? Und der das Wort ist, ist uns nah. Das ist was Schönes. Ja? Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Wer glaubt unserer Predigt? Wer glaubt das denn? Ja? Wer glaubt unserer Predigt? Wem wird der Arm des Herrn offenbart? Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen. Das war Gottes Wille. Das hat Golgatha, war im Alten Testament ja schon vorhergeschattet. Wisst ihr ja, ja, die Schlange, die Mose in der Wüste erhöht hat. Das ist doch alles schon vorhergeschattet. Ja? Gott, der Herr, wollte den Messias Jesus so zerschlagen mit Krankheit. Aber wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat auf Golgatha, so wird er nachkommen, er wird Samen haben und in die Länge leben. Nichts ausgerottet. Hier, der Gesalbte ist nicht ausgerottet. Der Gesalbte lebt in die Länge und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen, so lange, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Ja? Und Gott sagt in Gottes Wort zu uns, euch gehört das Zukünftige, das Gegenwärtige, das Himmlische, das Irdische, alles gehört euch. Ja? Ihr aber seid Christi, Christi aber ist Gottes. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott macht die Gemeinde reich, überreich, ja. So reich, wie wir uns das in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Aber wir gehören Christus und Christus gehört Gottes. Und so kommt alles wieder in Ordnung. Diese ganze verworrene Welt wird wieder gut gemacht. Und wir sind Erstlinge, die das jetzt schon schauen dürfen. Wir dürfen das sehen im Wort Gottes. Das Essen, das ist uns Labsal. Und vor dem Hintergrund können wir auch mit Corona umgehen. Ja, und mit Ukraine und mit Israel, ja, C-U-I heißt es ja, ja, cui bono, okay, also das ist Hoffnung, darauf kann ich einen Glauben aufbauen, das ist eine Basis, ja, weil das ist außerhalb von mir, das hängt nicht mehr von mir ab. Glaube ist das Gegenteil von Können, ja, Glaube ist was ganz Passives, Glaube ist das Gegenteil von Leistung. Aber in der evangelikalen Welt, wo ihr euch bewegt, da wird Glaube zur Leistung erhoben. Du glaubst vielleicht nicht richtig, du musst noch mehr glauben, du musst noch fester glauben. Du musst dich noch mehr anstrengen mit dem Glauben. Aber Glaube ist das Gegenteil von Tun. Glaube ist das Wenigste, was man überhaupt nur machen kann. Ja? Um zu glauben, braucht man keine Arme und keine Füße. Da braucht man ein Herz für. Ja? Glaube ist das Gegenteil davon. Und das ist was Schönes, also das Gesetz musste man tun, an Christus soll man nur glauben, man soll nur schauen auf diese Schlange, das genügt schon. Ja? Wir schauen auf die eherne Schlange, wir schauen nach Golgatha, wir glauben an Jesus, mehr nicht, mehr braucht es nicht. Warum? Weil wir ja nicht mehr können. Ja? Und aus dem Glauben, den Gott dann schenkt, entsteht ein neues Wesen und ein neues Sein und ein neues Vertrauen. Ein neues Vertrauen, ein neues Christusvertrauen und auch ein neues Selbstvertrauen. Da werden wir heil, wir werden da gesund von. Ja? Wir bekommen Frieden. Ja? Die Strafe liegt auf ihm. Er ist um unserer Missetaten willen verwundet. Was will man denn mehr? Es ist alles dort. Es ist alles dort. Petrus sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Nicht die Gnade und noch ein bisschen Gesetz. Die Gnade und noch ein bisschen Anstrengung. Ja? Glaube ist doch Evangelium, ist doch frohe Botschaft. Der Gesetzesmensch, ich muss das einfach mal nochmal erzählen, der Gesetzesmensch, der will das Wort Gottes tun. Ja? Auch im Neuen Testament wird aus dem Neuen Testament ein Gesetz gemacht. Luther hat gesagt, wir machen aus Christus wieder einen Mose.
Ja, wir machen aus dem Evangelium im Neuen Testament wieder Gesetze, neutestamentliche Gesetze, in manchen Gemeinden ungeschriebene Gesetze. Man muss die Sprache Kanaans können. Nee, doch, ja, die Sprache Kanaans. Gibt die Sprache Ägyptens, die Sprache, ungeschriebene Gesetze. Du brauchst die richtige Bibelübersetzung, du brauchst die richtige Kleidung, du brauchst das richtige Verhalten, du brauchst das richtige Vokabular. Und wir kommen wieder in so eine gesetzliche Situation rein. Ja? Das wird dann irdisch, das Evangelium. Das wird dann sozial, das wird horizontal. Das hat mit Gott aber nichts mehr zu tun. Und diese Gesetzesleute wollen das Wort Gottes tun. Wir essen das Wort Gottes. Die wollen das Wort Gottes tun. Wir sind aus dem Wort Gottes gezeugt. Die wollen das Wort Gottes tun. Aber wir sind Wort Gottes. Wir sind etwas. Und weil wir etwas sind, tun wir auch etwas. Die wollen etwas tun, um etwas zu sein. Die wollen das Gesetz tun, damit sie gerecht sind. Wir sind schon gerecht und deswegen tun wir etwas. Wir tun nicht mehr das Gesetz halten. Wir sollen Jesus Christus darstellen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Satz geworden. Ja, weil euch werden ganz viele Gebote aufgelegt, aber diese Gebote werden doch alle zusammengefasst in dem einen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder? Ja, das ist das doch. Ich meine, das war auch die Frage, oder für mich immer die Frage, was ist denn Gesetz überhaupt? Was ist das denn, das Gesetz? Wenn man das Gesetz mal so nimmt, das ist doch Gottes Wille und Gottes Wort in Buchstaben geschrieben, ja? Das ist Gottes Wesen ausgedrückt in Buchstaben. Was ist denn Gottes Wesen? Was ist die vornehmlichste Eigenschaft Gottes? Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Kennt ihr ja, ja? Das ist ein ganz wichtiges Lied, ja? Gott ist Liebe. Dann kann aber auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung sein, oder? Und das schreibt der Paulus. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Ach so, das heißt also, wenn ich Gott liebe und die Menschen liebe, dann erfülle ich das ganze Gesetz? Ja. Paulus sagt, das Gesetz wird zusammengefasst in einem. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das nicht schön? Ja, ist das so normal? Ja, wir sollen Menschen, Christusmenschen werden, liebenswerte Menschen sollen wir sein. Wahre Menschen, klare Menschen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Frucht ist nicht Früchte, Frucht, des, so sieht die Frucht, das ist eine Frucht, das ist Geistesfrucht. Und der Paulus, der sagt, das ist halt von verschiedenen Seiten kann man das angucken. Das ist Geduld und Freundlichkeit und Liebe und Friede, ja, das ist aber dieselbe Frucht, die Frucht des Geistes ist, nicht die Früchte, das ist eins. Und da liegt unsere Freiheit und da liegt auch unser Adel drin, das sollte man im Alten Testament nicht, das konnte man nicht. Das kann man nur im Neuen Testament, die Aufgabe der Christen ist, Jesus darzustellen. Warum? Weil ihr doch kleine Melchisedek seid. Ihr seid doch auch priesterliches königliches Priestertum. Ja? Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Lasst euch nicht wieder unter das knechtische Joch fangen. Ja? Das sagt die Schrift. Gut, er ist um unserer Missetat willen verwundet, aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen haben, in die Länge leben und des Herrn vornehmen, wird durch seine Hand fortgehen. Und dann kommt das nächste Kapitel, dann beginnt Gemeinde Jesu. Jesus ist gestorben, begraben worden, aber das Werk des Herrn wird durch seine Hand fortgehen. Denn einige Tage später gießt er in Jerusalem den Geist Gottes auf die Stadt Jerusalem aus, Wiedergeburt geschieht. Das himmlische Jerusalem gebiert. Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht in Wehen kommst, ja, die du nicht gebierst, steht in meiner alten Luther, die du keine Geburtswehen hast. Ja, Moment mal, hat das himmlische Jerusalem keine Geburtswehen? Warum? Weil es nicht belagert werden kann. Das irdische Jerusalem in der Endzeit, das wird ja nochmal in Wehen kommen. Und die Wehen sind ein Bild für das Jerusalem, das belagert wird. Und die Wehen sind ein Bild für die Angst derer, die eingeschlossen sind in Jerusalem. Das heißt, das irdische Jerusalem, das in der Endzeit belagert wird, das leidet Wehen. Aber das himmlische Jerusalem, das kann keine Geburtswehen bekommen, weil kein Panzer das himmlische Jerusalem erreicht mit seiner Kanone. Ja? Das kann keine Geburtswehen, das ist das himmlische Jerusalem. Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, die du, das ist eigentlich der falsche Ausdruck, ja? Die du nicht schwanger bist. Rühme dich mit Freuden und jauchze, hier steht es, ja? Die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Jetzt gebiert das himmlische Jerusalem, das über Jahrhunderte hinweg keine Kinder hatte. Jetzt fängt der neue Bund an. Das irdische Jerusalem hatte seine Kinder im alten Bund. Jetzt bekommt das himmlische Jerusalem seine Kinder im neuen Bund. Das Jerusalem, das droben ist, das keine Geburtswehen leidet, das ist unser aller Mutter.
sagt Paulus. Nicht das irdische Jerusalem. Wir sind nicht Juden 2.0. Wir sind Kinder des himmlischen Jerusalems. Und das fängt jetzt nach Christi Tod und Auferstehung, bekommt das himmlische Jerusalem Kinder. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Wie viele Israeliten gibt es heute? Na, 8,5 Millionen. Wie viele Christen gibt es weltweit? Ha, hunderte von Millionen. Und das durch die letzten 2 Jahrtausende hinweg. Das heißt, die Einsame, dieses himmlische Jerusalem, hat viel mehr Kinder geboren in der Christenheit, als die, die den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deiner Hütte weit, breite aus die Teppiche deiner Wohnung, spare nicht, da kommt was Großes auf dich zu. Ja? Das Evangelium geht nach Samaria und dann geht es nach Ägypten und dann geht es nach Indien, dann geht es nach Europa, nach Amerika, nach Südamerika. Welchen Kontinent hat das Evangelium denn nicht erreicht? Alle Kontinente, sogar Grönland. Südpol weiß ich nicht genau. Ja, doch auch, ja. Überall ist das Evangelium hingegangen. Alle Welt hat geglaubt. Eigentlich müsste man als Jude sagen, was ist denn los mit uns? Warum glauben die denn alle? Sind wir vielleicht auf dem Holzweg? Ja, man müsste doch ins Nachdenken kommen eigentlich. Aber das Evangelium, das ist, mache den Raum deiner Hütte weit. Das ist, Evangelium ist überall hingegangen, ja. Breite aus die Teppiche deiner Wohnung, spare nicht, denn dehne deine Seile lang, stecke deine Nägel fest, denn du wirst ausbrechen zur Rechten und zur Linken und dein Same, deine Nachkommen werden die Nationen erben und in den verwüsteten Städten wohnen, die wieder aufbauen, ja. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Fürchtet euch nicht, ihr sollt nicht zu Schanden werden. An dem Glauben. Das ruft Gott ja der Gemeinde Jesu zu. Also dir und mir ganz persönlich. Fürchte dich nicht, du wirst nicht zu Schanden. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, sagt Paulus, oder? Glaube, Friede, Hoffnung bleiben. Ja? Mache den Raum deiner Hütte weit. Fürchte dich nicht, du sollst nicht zu Schanden werden. Werde nicht blöde. Das ist jetzt altes Luther, sorry, ja? Da habe ich auch extra, damit ihr da nicht hängen bleibt an dem Wort, habe ich da furchtsam oder verzagt reingeschrieben, ja? Also werde nicht verzagt, werde nicht furchtsam. Sei getrost, sei hoffnungsvoll, sei zuversichtlich. Fürchte dich, du sollst nicht zu Schanden werden. Werde nicht, da muss man rausstreichen hier, ja? Werde nicht furchtsam, werde nicht verzagt. Denn du sollst nicht zu Spott werden, sondern du wirst der Schande deiner Jungfrauenschaft, deiner Jugendzeit vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, der Herr Zebaoth heißt sein Name und dein Erlöser, der Heilige in Israel, der aller Welt Gott genannt wird. Das ist die Gemeinde Jesu zunächst noch aus Israel, aus den Juden. Ja? Und jetzt springe ich ein bisschen. Dann kommt die Gemeinde Jesu aus den Heiden. Warum? Weil jetzt steht hier, wohlan alle, die ihr durstig seid, nicht nur die Beschnittenen. Natürlich waren die ersten Glieder der Gemeinde Jesu aus den Juden, die damals in Jerusalem waren zu Pfingsten. Aber jetzt weitet Gott das plötzlich aus. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt alle, wer auch immer du bist, es spielt gar keine Rolle, wo man herkommt. Das ist vollkommen egal. Es ist auch egal, Entschuldigung, wie beschissen dein Leben bisher war. Entschuldigung für das böse Wort. Ja? Menschen haben manchmal ganz schwierige Lebensphasen hinter sich. Und das ist vollkommen egal, wo du herkommst. Denn die Zukunft ist geklärt. Ja? Und das ist auch ein großer Trost, ja, dass man ein neues Leben anfangen kann mit Jesus, ja, das ist ja was Schönes, ja. Also wohl alle, die ihr durstig seid, ja, kommt her zum Wasser und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst, beides, Wein und Milch. Warum zählt ihr denn Geld da? Ja, warum wollt ihr denn Geld bezahlen? Da kein Brot ist, tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt. Hört mir doch zu und esset das Gute, esset dieses Wort Gottes, esset dieses Evangelium, dann wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Ja, das ist für Europäer schwer zu verstehen, wir wollen ja mal abnehmen, aber in so Zeiten war es immer schwierig zuzunehmen. Ja? Manche sagen zu mir, du musst abnehmen, dann sage ich, kann ich immer, aber zunehmen kann ich nicht immer. Ja? Ja, man geht auch aus dem Leim mit der Zeit, ja. Ja, okay, aber damals war das Fette was Gutes, das war Üppigkeit, das war Pracht, das war Luxus, ja, das war was Schönes, ja. Wir waren in Russland, da hat es immer fette Suppen gegeben in Kasachstan, oder? Oh, das war schwer, ne? Man musste immer um die Fettaugen rumlöffeln. Ja, das war wirklich, und die wollten uns ja gut, weil die haben ja sehr arm gelebt und wir waren dort und haben Missionstage gehabt. Und dann haben die uns abends Kuchen in allen Farben, rosa Kuchen, grüne Kuchen, blaue Kuchen, ich habe noch nie so Kuchen gesehen, so bonbonfarbene Kuchen, vollkommen durchgefärbt, ja.
Teller mit Suppe, mit dicken Fettaugen drauf. Und das ist natürlich, weil es da kalt ist. Essen die viel Fett, weil der Körper verbrennt das ja. Das ist ja normal, ja. Ich erinnere mich an einen Teller, da war so eine Schweinshaxe drauf und außenrum weißer, so dicker Fettrand außenrum. Der ganze Teller voll, ja. Und es war lieb gemeint von denen. Ich habe gesagt, Leute, esst es bloß. Wenn ihr das nicht esst, werdet ihr Sünder sein, ja. Das haben die sich vom Mund abgespart, ja. Die haben in Kasachstan haben die gehungert, die haben uns ein gebratenes Hühnchen gebracht. Wir waren 40 Leute, die haben ein Huhn gebraten. Das war das letzte. Das war das letzte Huhn. Ja? Also das ist... Bei meinem Freund Uwe Martin in der Slowakei, da war auch eine Jugendgruppe aus Amerika, die haben Kindermissionsarbeit gemacht, KEB, Kinderevangelisationsbewegung. Und der Uwe hatte einen Freund, das war der Rigo. Der war, ich erzähle das noch und dann schließen wir da ab. Dann machen wir heute Abend weiter. Der war Zigeunerkönig und der war König über 200.000 Zigeuner. Oder Sinti oder Roma, ich weiß nicht, also Zigeuner, ja. Und Rigo hat einen weißen Hut gehabt, ein weißes Sakko, weiße Hose, weiße Schuhe, einen schwarzen Koffer und der war mit einer Handschelle an sein Handgelenk gefesselt. Und er saß in seinem großen Haus im Atrium oben auf dem Dach und hat meinen Freund Uwe da begrüßt, ja. Also ein echter Zigeunerkönig, komplett goldene Zähne. Wenn der gelächelt hat, ist die Sonne aufgegangen. Ja? Und Rigo war ein echter Zigeuner, ein Schlitzohr, wie er im Buch steht. Ja? Und der ist auch in meinem Buch. Also die Leute im Buch der Akt Jerusalem, die gibt es alle echt. Und das ist der Rigo. Ja? So, und der Rigo, der ist dann zum Glauben gekommen. Ja? Der ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann sind ganz lustige Dinge passiert. Weil der hat gesagt, wir brauchen keine EU-Fördermittel für die Zigeuner, wir brauchen Gottes Wort. Und wir müssen uns beeilen, weil wenn meine Leute rauskriegen, dass ich Christ bin, dann tun die mir Glas ins Essen. Ich werde das nicht lange überleben, wir müssen uns beeilen. Ja? Also haben sie überlegt, wie sie die Bibel übersetzen können. Dann haben sie das Markus-Evangelium übersetzt und haben übersetzt das erste Buch Mose, weil im ersten Buch Mose sind so Stammesgeschichten. Das können mögen die Zigeuner gut, weil die in so ähnlichen Strukturen leben. Und das Markus-Evangelium haben sie genommen, weil das ist das Kürzeste, es ging am schnellsten. Ja? Dann haben sie versucht bei Wycliffe und überall, ob die denen die Bibel übersetzen wollten, aber das war alles zu teuer. Dann haben sie es dann selber gemacht. Und irgendwann war ich bei meinem Freund Uwe dann in der Slowakei und Rigo kommt mit so einem Stoß Papier, kommt lächelnd rein, also alles Gold verbrämt, ja. Wir haben die Bibel, ja. Haben wir ein Bild gemacht, so dickes Stoß Papier. Und der hat gestrahlt, ja. Also der war Gottes Wort für Zigeuner, ja. Er als König gibt Gottes Wort an seine, das war was Großes, ja. So, er geht also nach Bratislava, geht zur Druckerei und sagt, kannst du uns das drucken für die Zigeuner? Wir brauchen so viele tausend Exemplare. Und der Drucker nimmt das halt entgegen. Rigo fährt wieder nach Hause und wartet, ob die Bibel fertig werden. Aber die Bibel werden nicht fertig. Und er wartet und wartet und dann denkt er, na, ich werde mal anrufen. Also er nimmt den Hörer zur Hand und sagt zum Drucker, wie weit bist du mit den Bibeln? Dann sagt der Drucker, wir schneiden gerade zu. Also Rand abschneiden. Ne? Dann sagt der Rigo, schneide, schneide, sonst komme ich und schneide. Zwei Tage später war alles fertig. Ja? Rigo, also ein echter König, ja? Kann man kein Männchen machen mit, sonst komme ich und schneide, ja? Dann hat er Geburtstag gehabt, hat den Uwe zum Geburtstag eingeladen, sagte, mein Bruder, ich habe Geburtstag, du kannst auch kommen, was wünschst du dir? Dann sagte er, ja, aber du hast ja Geburtstag, muss ich dir ja was schenken? Na, ich möchte dir gerne was schenken, was möchtest du zum Geburtstag haben von mir, ja? Und dann sagt der Uwe, ja, ich weiß nicht genau, und sagt er, magst du gerne Musik? Ja, Musik wäre schön. Dann hat er die teuerste Zigeunerband eingeladen da, die weltweit unterwegs sind aus Bratislava und hat unten an der Donau ein großes Fest veranstaltet und hat die Zigeunerband da spielen lassen und alle waren da, seine Leibwächter waren da, so Männer so zweimal einen Meter groß, ja, die waren immer um ihn rum, haben um ihn aufgepasst, ja, also richtig fast wie bei der Mafia, aber Jünger Jesu, ja, so. Und dann hat die Musik so laut gespielt und der Uwe, der hat seinen Sohn dann zum Nachbarn, ne, die Musik hat gespielt und der Nachbar hat den Rasen gemäht. Und der Rasenmäher war so laut, dass der Uwe keine Musik hören könnte. Und er schickt halt seinen Jungen rüber und sagt, sag doch mal dem Nachbar, er soll aufhören zu mähen, wir können keine Musik hören hier, ja. So, sein Sohn geht rüber an den Zaun und der kommt aber unverrichteter Dinge wieder zurück. Und der Rigo merkt es und kommt zum Uwe und sagt, was hast du, mein Freund? Ja, sagt er, der Rasenmäher ist so laut, wir können keine Musik hören. Das ist kein Problem. Er dreht sich rum, macht... Dann geht so ein Schrank, geht rüber zum Zaun, der packt seinen Rasenmäher ein und geht, ja. Und kein Rasenmäher mehr zu hören. Und der Uwe sagt, was hast du ihm gesagt? Na, ich habe gesagt, wenn du weitermähst, kannst du deinen Rasen morgen von unten anschauen. Ja?
aber hat das Evangelium in die Slowakei gebracht. Ja? Der sagt, meine Leute brauchen das Evangelium. Das sind Jünger Jesu. Das sind unsere Geschwister. Ihr Lieben, das sind Männer. Ja, wir Männer müssen Männer sein. Wir sollen nicht Kriminelle sein, wir müssen Männer sein. Und der hat zu dem Uwe gesagt, ich gehe mit dir in die Ostslowakei und dann kannst du predigen dort, aber ich muss mit dir mitgehen. Wenn du alleine gehst, wird sich keiner bekehren, die glauben dir nichts. Ja? Die glauben dir gar nichts. Wenn du Kartoffeln mitnimmst, dann bekehren die sich alle. Ja? Wenn die einen Sack Kartoffeln bekommen, bekehren die sich. Die bekehren sich auch 2-3 Mal die Woche für einen Sack Kartoffeln. Ja? Die haben kein Problem. Er ist König, ja? Er muss mitgehen. Und er ist dann mit dem Uwe auch mitgegangen in die Ostslowakei und dann hat er die Zigeuner alle zusammengeholt und hat gesagt, das ist ein Mann Gottes, was der sagt, müsst ihr glauben. Und dann haben die sich dort bekehrt, dann sind die zum Glauben gekommen, echt zum Glauben gekommen. Ja? Hat es eine richtige kleine Erweckung gegeben. Ja? Toll. Also das ist auch Evangelium. Ja? Und ich finde diese Verwegenheit finde ich einfach so köstlich. Ja? Ich erzähle euch noch eine Geschichte, dann hören wir auf. Wir waren in Moldawien vor vielen Jahren mit dem Hermann Hofsess, das ist ein Winzer aus der Pfalz. Ja? Sondern wir haben in Jasch an der russischen Grenze relativ lange gestanden, weil wir da Zollformalitäten hatten. Jasch, bitte? Nicht Jasch, wie heißt das Richtung? Rumänisch-moldawische Grenze, ja. Jasch, genau. So, und wir stehen da an der Grenze und warten und warten und kommen nicht auf die andere Seite. Ja? Und dann kommt irgendwann der Bruder aus Russland, der Ivan. Ja? Und der begrüßt den Hermann und nimmt, und Ivan sieht auch aus wie ein Ivan. Ja? So, der war recht groß und rüstig und der geht auf den Hermann und sagt, Hermann. Und der Hermann läuft ihm entgegen, der nimmt den hoch und sagt, wie geht es dir? Nach sagt der Hermann, gut, und wie geht es dir? Bist du noch im Glauben? Ha, sagt er, ich habe ein Problem. Sagt er, was für ein Problem hast du denn? Na, wir haben eine liebe Schwester und die kommt morgens in den Gottesdienst zu uns, aber ihr Mann ist kein Christ und wenn sie nach Hause geht, dann schlägt er sie und sie ist eine Nachbarin von uns und wir hören das und mein Herz blutet und er schlägt sie, aber sie kommt gerne in den Gottesdienst und was soll ich nur tun? Früher, als ich noch bei der Mafia war, da wäre ich ja rübergegangen und hätte ihn geschlagen, aber heute darf ich ja nicht mehr, weil ich bin ja Christ. Und dann sagt der Hermann, einmal darfst du noch. Ich finde das schön, weil das so unverkrampft ist, ja? Das ist nicht so frömmelnd, das ist relativ konkret und vielleicht ist er rübergegangen, ja? Vielleicht hat er ihn auch mitgebracht, ich weiß es nicht genau, ja? Aber diese Robustheit und diese Ungezwungenheit, dieses Authentisch, das finde ich schön, ja? Das sollten wir uns bewahren. Das ist das Evangelium, so war Jesus auch. Ja, und wenn Jesus zusammen war mit den Zöllnern und die haben mit dem gegessen mittags, dann haben die gesagt, das ist ein Schaffer, der hat Zimmermannshände, der kann was schaffen. Ja, der redet nicht nur fromm, der hat auch, ich weiß nicht, Joche geschnitzt und Balken gehobelt und das war Jesus. Ja? Und das finde ich schön. Und so eine Art Glauben zu haben, wenn wir da hinfinden könnten, das wäre was Tolles, das wäre auch was Gewinnendes. Das ist aber nicht das Hauptkriterium, sondern dann wären wir, sage ich mal, ein Stück weit würden wir auch Christus darstellen. Das ist doch unsere Aufgabe. Ja? Wir sind frei vom Gesetz. Wir dürfen frei werden vom alten Menschen. Und wir dürfen uns auf das hier verlassen, weil das ist das Leben. Ja? Das wird kommen.